wichtigste aktuelle Trend in unserer Branche ist die Individualisierung. Wir alle wollen individuelle Produkte, individuelle Mode, individuelle Schuhe, aber auch individuelle Autos oder Sportartikel. Und das ist möglich durch immer flexiblere, immer vernetztere und vollautomatisierte Produktionslinien. Dazu müssen wir große Datenmengen beherrschen und das schaffen wir heute durch die Möglichkeiten der Digitalisierung. Unser Ziel ist es, die Bekleidungsentwicklung in Zukunft zu digitalisieren. Mit unseren 3D-Bodyscannern erfassen wir die Figur des Menschen und über 100 Körpermaße innerhalb von wenigen Sekunden. Dafür benötigen wir sowohl den Menschen als auch das Bekleidungsstück in virtueller Form im Computer. Damit lassen sich zum Beispiel die angebotenen Konfektionsgrößen der Bekleidungsstücke optimieren. Aus dem digitalen Schnitt und den Eigenschaften des Stoffes errechnen wir ein virtuelles Bekleidungsstück. Damit kann der Designer in wenigen Minuten digitale Prototypen entwickeln. Die Software Vidia simuliert dann die Bekleidung in 3D. Das öffnet die Tür zu neuen Möglichkeiten. So kommen beispielsweise Partner aus der ganzen Welt mit Hilfe von Virtual Reality Lösungen zusammen, um solche Designentwürfe und Kollektionen abzustimmen. Mit diesen Technologien wird man in Zukunft Bekleidung passformgerechter, preiswerter und schneller entwickeln können. Seit über 80 Jahren entwickeln und produzieren wir Lege- und Zuschnittsysteme. Durch Industrie 4.0 und die Digitalisierung können wir heute komplexe Aufträge flexibel handhaben. Wir empfangen Aufträge von einem übergeordneten System. Dadurch können in Bekleidungsbetrieben auf der ganzen Welt die Zuschnittdateien mit allen individuellen Einstellungen automatisiert geladen werden. Das ist in Serienfertigung, aber auch in Stückzahl 1 möglich. Wenn die notwendigen Stoffrollen im Lagersystem mit den entsprechenden Daten verfügbar sind, startet der Prozess und ermöglicht Zugriffszeiten von 30 Sekunden. Unsere Abwickelvorrichtung vor dem Cutter arbeitet so präzise, dass sich selbst schwieriges Material beim Transport in den Schneidbereich nicht verzieht. Der Cutter schneidet dann die Teile, wie in der Schnittdatei vorgesehen, aus. Anschließend greift ein Roboter die Teile ab und sortiert diese in die dafür vorgesehenen Behälter. Sämtliche Maschinendaten und Prozessabläufe erfassen wir jederzeit abrufbar auf einem externen Speicher. So können wir Anlagen optimal überwachen und gegebenenfalls auftretende Probleme vorab erkennen. Industrie 4.0 realisieren wir mit einem digitalen Netzwerk aus Zuschnitt, Materialhandling und Softwarelösungen. Wir wollen nicht weniger als unsere Branche revolutionieren, auch kleine Stückzahlen individuell produzieren, flexibel und schnell auf Trends reagieren. In unserer Branche sind oft Hunderte, manchmal Tausende von Nähmaschinen gleichzeitig in Betrieb. An vielen Stellen gibt es dabei kleine Fehler, es gibt Wartezeiten, Qualitätsabweichungen und wenn das auffällt, ist es meist schon zu spät. Man kann dann nicht mehr reagieren und wenn man reagiert, kostet das Zeit und Geld und führt auch zu Materialverschwendung. Unsere Lösung dazu heißt Conduct Network. Ein Hochleistungsnetzwerk, das alle Prozess- und Zustandsdaten der angeschlossenen Maschinen und extrem schnell analysiert. Ist eine Kennzahl schlechter als vorgegeben oder nur ein kleiner Fehler aufgetreten, schlägt das System sofort Alarm. Das Tolle ist, durch das Netzwerk können wir auch direkt den Bedienern an den Maschinen helfen, ihre Arbeit besser und mit weniger Stress zu erledigen. Hilfe durch Tutorial-Videos und Anleitungen wird passend zum gerade genähten Produkt direkt auf den Bildschirm am Arbeitsplatz gesendet oder auch der passende Techniker kontaktiert, um das Problem schnell zu lösen. Und demnächst wird die Nähmaschine auch die Nadel oder andere Verschleißteile selbst bestellen, wenn es Zeit ist. Nicht zu früh und nicht zu spät, sondern rechtzeitig. Warum? Weil die Maschine weiß, nach wie vielen Stichen das nötig ist. Das ist die Nähtechnik im Zeitalter Industrie 4.0. Wir machen ganz neue, effektive und nachhaltige Produktionsprozesse möglich und schonen damit auch unsere Umwelt. Das macht mich stolz.
Wir entwickeln unsere Produkte zum Bügeln, Fixieren und Pressen von Kleidung und Stoffen mit dem Ziel höchste Qualität und minimale Taktzeiten. Mit Bytes Fusing 4.0 wollen wir den Fixierprozess so einfach wie möglich für unsere Kunden gestalten. Bei Fixierware, deren Warenträger mit RFID oder anderweitig kodiert ist, erfolgt in der Maschine automatisch die Zuordnung, Kontrolle und die Dokumentation der entsprechenden Bearbeitungsparameter, wie zum Beispiel Temperatur, Druck und Fixierzeit. Alle Baukomponenten, die für einen störungsfreien Betrieb verantwortlich sind, überprüfen sich permanent selbst auf Verschleiß, Defekt und Reinigungszustand. Oder wenn eine Wartung fällig ist, dann weist die Bytes Fusing 4.0 Technologie im Vorfeld darauf hin. So kann zum Beispiel ein Zeitraum gefunden werden, in dem die Maschine ohnehin stillsteht. Dadurch wird die Qualität gesichert und Ausschuss verhindert. Über einen Diagnosebildschirm können wir jede Störung sofort und genau sehen. Ebenso die Partner, die über das Netzwerk mit der Maschine kommunizieren. Die Digitalisierung ist eine Chance für alle in unserer Branche. In den nächsten Jahren wird immer noch näher am Konsumenten produziert werden. Die Produktion wird immer flexibler und immer automatisierter. Es geht um kurze Lieferzeiten und kurze Wege. Und der Konsument kann seine Produkte individuell selbst designen. Es wird produziert in Microfactories und das auch in Stückzahl 1.